fight! Dann rufe ich auf zum vierten Kampf des Abends im Weltergewicht, Superweltergewicht, Junior-Mittelgewicht. In der blauen Ecke, please welcome Mariusz Biskupski! Insgesamt 14 Profikämpfe, 12 davon gewonnen, 7 durch Knockout, einen verloren, ein Unentschieden. Dieser Kampf geht über 6 Runden und ich bitte unseren ehemaligen Profi-Boxer Rana zum Face-Off. In eurer Ecke, Denise. The Red Something. Ich frage euch, seid ihr jetzt bereit für den Fight? Ring frei zur Runde 1.
mit der Runde 1 im Super Weltergewicht. Kampf Nummer 4. Ende der Runde 2. In der blauen Ente übrigens ein Kämpfer mit 180 Amateurkämpfen. Er war viermal polnisch. Azad. Second out, please. Ring frei für die dritte Runde. Thank you.
Ende der dritten Runde. Der Kämpfer der blauen Ecke, Marius, 36 Jahre alt, 36, meine Damen und Herren, und kämpft hier wie ein junger Hund, Respekt. In der roten Ecke, er hat tatsächlich entferntes blaues Blut, entfernte Königsfamilie, deswegen der Nickname Prinz Faris Mamedov, Aserbaidschan, Baku. Second out. Ringfrei zur vierten Runde. Ende Runde 4. Wir haben es hier wirklich mit technisch starken Boxern zu tun, wunderbar. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, weil hier auch fleißig Punkte geschrieben werden. Wahrscheinlich geht der Kampf wirklich über die komplette 6-Rundenzahl. Arthur Ellensohn, unser Supervisor, die Aufsicht der BDF, zusammen mit dem Vizepräsidenten Matthias Kranz. Weiter am Punktetisch. Zu meiner Linken. Badisch Scheidelin und Chris Rösen, der wunderbar die Glocke schlägt, wie ich finde. Es darf gepfiffen werden, das gehört dazu.
gerade bei so einem Punktemädchen. Second out, seconds out. Please, Assad, seconds out. Over time. Ring frei. Zur fünften Runde, Ring frei. In the red corner, please. Time out. Ende Runde 5. Sechste Runde. Thank you.
Ende Kampf 4. Nach voller Länge 6 Runden. Ein beherzter Kampf von Mariusz Iskupski und Faris Prinz Mamedow. Wahrhaft beherzt. Wir warten auf die Punktevergabe. Wir haben hier einen Sieg nach Punkten. Die Haltevorrichtungen für Fernseher in Luxusqualität herstellen. Firma Schneepill. Herzlichen Dank. Ich warte auf die Punkte. Liebe Zuschauer in der Merkur Arena von Lübeck, das war ein grandioser Fight über die volle Länge von 6 Runden zwischen dem Prinzen aus Aserbaidschan und Iskupski aus Polen. Ich warte auf die Punktvergabe. Noch einen kurzen Blick Geduld, bevor wir zum fünften Kampf kommen zwischen einem sehr erfahrenen Boxer aus Bosnien-Herzegowina und einem deutschen Freund mit armenischer Abstammung. Kampf Nummer 5 im Halbschwergewicht. Noch einen kurzen Moment Geduld. Unser Supervisor, der Ellenzong. Majority Decision, meine Damen und Herren. Majority Decision. Für den Kämpfer in der blauen Ecke. Spiskowski, 54 Punkte von Valerie Fanta. Also, wir kommen zum Gewinner dieses Kampfes aus der roten Ecke mit 57 Punkten von Valerie Fanta, 56 Punkte Matthias Kranz und 57 Punkte von Rana Sand. Der Gewinner aus der roten Ecke, der Prinz Faris Mamedow. Wir wollen nicht müde werden. Ja, wir erleben hier noch live eine kurze Nachdiskussion. Wunderbar. Aber die beiden lächeln, freuen sich über einen fantastischen Kampf, der es wirklich war. Passiert nicht jeden Abend, nicht jeden Boxevent. Vielen Dank an die zwei, König und sein Prinz in diesem Fall. Wir kommen zu Kampf Nummer 5 im Halbschwergewicht. Blaues Blut, blaue Ehre, wie sich das gehört. Wir kommen zu Kampf Nummer 5. Ich rufe aus in der blauen Ecke. Please welcome.